Chinas neue Raketen sind stark genug, um Amerikas stärkste Flugzeugträger mit einem einzigen Schlag vollständig zu zerstören. Das ist der größte Fehler, den diese Raketen jemals machen werden. Die massiven Flugzeugträger der US-Marine sind die größten, teuersten und furchterregendsten Anlagen der US-Marine. Sie müssen um jeden Preis geschützt werden. Und jede Waffe, die stark genug ist, sie zu bedrohen, bedeutet die sichere Neutralisierung durch die USA. Dennoch verdoppelt China sein Bestreben, Flugzeugträger zu zerstören, indem es Attrappen amerikanischer Flugzeugträger in voller Größe als Zielübungen verwendet, um die USA zu besiegen. China weiß, dass es im Falle eines Krieges, der aufgrund der Taiwan-Frage ausbrechen könnte, zuerst die amerikanischen Superträger besiegen muss. Das Problem ist nur, dass die amerikanischen Superträger so mächtig und leistungsfähig sind, dass es so ist, als würde man einen Träger zu einem Messerkampf mitbringen. Ein Beispiel dafür sind die atemberaubenden Fähigkeiten des Superträgers USS Gerald Ford. Mit einer Verdrängung von 100 Tonnen, Kosten von 13 Milliarden Dollar und einem Waffenkatalog, der ausreicht, um ganze Städte zu zerstören, ist die USS Gerald Ford alles, was die Spitzenmarine der Welt auf See brauchen könnte. Der Großteil der tödlichen Wirkung des Flugzeugträgers beruht auf 5 Haupttechnologien. Und hier sind sie. Nummer 5. Kernkraft. Die USS Gerald Ford wird von 2 Bechtel A und einem B-Kernreaktor angetrieben, den modernsten Motoren, die für den Einsatz auf dem Wasser entwickelt wurden. Infolgedessen müsste der Flugzeugträger während seiner gesamten 50-jährigen Betriebsdauer nur einmal aufgetankt werden, da diese Triebwerke die ewige Natur der Kernenergie nutzen. Das bedeutet, dass die USS Ford 25 Jahre lang ohne Auftanken betrieben werden kann. Und mit einer Spitzengeschwindigkeit von etwa 30 Knoten kann der Superträger jedes Land der Erde rechtzeitig erreichen, um Verbündeten freundliche Besuche abzustatten und Feinden Schaden zuzufügen. Nummer 4. KI und Automatisierung. Die USS Ford ist ein intelligentes Schiff mit einem ausgewogenen Verhältnis von roher Gewalt und intelligenten Fähigkeiten. Sie erreicht dies durch die Nutzung der künstlichen Intelligenz, insbesondere in Form von unbemannten Fahrzeugen, die sich selbst einen Namen machen. Auch die Automatisierung des Flugzeugträgers selbst spielt eine Rolle, denn sie ermöglicht eine geringere Anzahl von Besatzungsmitgliedern, als für ein Schiff dieser Größe erwartet wird, und eine geringere Anzahl von Mitarbeitern. An Bord gibt es mehr freien Platz im Schiffsrumpf, um mehr Systeme, Waffen und lebensverbessernde Einrichtungen wie ergonomische Räume und Sporthallen unterzubringen, was letztlich zu einer besseren Lebensqualität für die 4.500 Besatzungsmitglieder führt. Ein wichtiger Faktor, denn ein Flugzeugträger kann nur so beweglich sein wie die Besatzung, die ihn in Schuss hält und einsatzbereit hält. Nummer 3. Neue Sensoren und Verarbeitungssysteme. Die USS Ford verfügt über die modernsten Sensoren, Prozessoren und Waffen, die auf einem Flugzeugträger benötigt werden, um das Gleichgewicht zwischen Intelligenz und Tödlichkeit zu wahren. Im Gegensatz zu praktisch allen anderen Flugzeugträgern der Welt verfügt die USS Ford mit dem AN-2-3 Multifunktionsradar für X- und S-Band Active Electronically Scanned Array über ein einziges System, sowohl für die Horizontsuche als auch für die Raumfahrt. Es ist nach wie vor das modernste Radarsystem der USA. Es ist vielseitig genug, um Überwachung, Luftverkehrskontrolle und Raketenkommunikation zu übernehmen und Ziele aus meilenweiter Entfernung zu erkennen. Nummer 2. Amerikanische Kampfjets und UAVs. Bis zu 75 Kampfjets und unbemannte Luftfahrzeuge, UAVs, können gleichzeitig auf der USS Ford stationiert sein. Darunter auch das Lieblingskind der Navy, der Joint Strike Fighter der 5. Generation, der Lightning II, dessen Entwicklungsprogramm mit angegebenen Kosten von 400 Milliarden Dollar das bisher teuerste Waffenentwicklungsprogramm des Pentagon ist. Das Ergebnis eines solch teuren Programms ist ein Kampfflugzeug, das wirklich alles kann. Luftnachunterstützung, Senkrechtstart und Landung und alles, was dazwischen liegt, und zementierte damit seine Stellung als modernes Kampfflugzeug für die Navy und alle anderen militärischen Abteilungen. Das heißt, bis das Fax-Kampfflugzeug der 6. Generation in den Mittelpunkt rückt, versteht sich. Und für den Fall, dass dies geschieht, ist die USS Ford bereits mit den erforderlichen Technologien ausgestattet, um ihn aufzunehmen, zu starten und zu stoppen. Ein elektromagnetisches Startsystem, das jede Art von bemannten und unbemannten Flugzeugen in kürzester Zeit in den Himmel katapultiert. Und ein Auffangsystem, das sie davor bewahrt, zu Seetauchern zu werden, indem es sie zum Stehen bringt.
Der Vorteil dieser Systeme, die 4100 Starts und 16500 Landungen vor Fehlern über kurze Startrampen und sogar ältere dampfbetriebene Startsysteme ermöglichen, ist eine höhere Anzahl von Einsätzen, was bedeutet, dass mehr Flugzeuge von diesem Flugzeugträger abheben können. Die USS Gerald Ford ist die erste Klasse der Gerald Ford-Klasse. Die USS Gerald Ford ist das erste Schiff der Gerald Ford-Klasse und es sind noch 9 weitere dieser Klasse auf dem Weg. Sie sind zwar das Beste, was die Marine seit der Erfindung des geschnittenen Brotes zu bieten hat, aber sie sind bei weitem nicht unbesiegbar und können in Sekundenschnelle von einigen Waffen zerstört werden, die sie besser fürchten sollten. Seit Menschengedenken ist die Bedrohung aus der Luft die größte Angst der US-Marine. Sie sind schneller und wendiger, als Schiffe es je sein könnten. Daher sind Langstrecken-Marschflugkörper und ballistische Raketen eine Art Kryptonit für Amerikas Supercarrier. Es überrascht daher nicht, dass sich China auf den Bau einer ganzen Flotte dieser Waffen spezialisiert hat. Das Anti-Schiffs-Raketen-Programm oder ASBM-Programm der chinesischen Marine, das Programm, das für die amerikanische Flugzeugträgerattrappe verantwortlich ist. Die Zielübungen zielen darauf ab, eine Flotte von ASBMs zu produzieren, die die Nationen vor dem Einsatz von Schiffen gegen China in Angst und Schrecken versetzen würde. Eine ASBM beginnt ihren Flug zum Ziel mit einer ballistischen Flugbahn. Die Flugbahn führt in der Regel in den Weltraum, bevor sie zur Erde zurückkehrt und in einem steilen Winkel wieder in die Atmosphäre eintritt. Die Endstufe ist mit einer Art manövrierfähigem Wiedereintrittsfahrzeug ausgestattet. Daher kann es seine Flugbahn anpassen, um das Ziel zu treffen, das sich während des Fluges bewegt haben könnte. Die manövrierende Flugbahn erschwert auch das Abfangen und erhöht damit die Bedrohung, die von ihr ausgeht. Die hohen Geschwindigkeiten von über Mach 5 machen sie zu einer Hyperschallwaffe. Daher werden die derzeitigen Luftabwehrsysteme von Usain Bolt lernen müssen, um mit ihnen Schritt zu halten und sie abzufangen. Die ASBMs der Zukunft könnten sogar noch wilder werden und ein Hyperschall-Gleitfahrzeug als Endstufe haben. Diese Rakete hat eine aerodynamische Form mit Flügeln, die es ihr ermöglichen, die Atmosphäre zu verlassen, was ihre Reichweite erhöht und es noch schwieriger macht, sie abzufangen. China verfügt über mindestens 3 dieser schwer abfangbaren Waffen, die dem Land bereits jetzt potenziell spielverändernde Fähigkeiten verleihen. Dazu gehören die bodengestützten DF-21-Raketen, die eine geschätzte Reichweite von 920 Meilen haben und Geschwindigkeiten von bis zu Mach 10 erreichen können. Die DF-21 wird durch die neuere und verbesserte DF-26 ergänzt, die eine um 250% größere Reichweite von etwa 2300 Meilen hat. Die DF-26 hat mehrere austauschbare Nutzlasten mit einem Gewicht von bis zu 4000 Pfund, darunter sowohl nukleare als auch konventionelle Sprengköpfe. Bei der Schiffsabwehrversion handelt es sich also nur um eine Konfiguration und jede DF-26 kann zu diesem Zweck im Einsatz umgerüstet werden. Dann gibt es noch die neueste DF-27, den neuesten Träger-Raketen-Killer, der seine Aufgabe mit seiner superschweren Nutzlast und einer Reichweite, die den Planeten überquert, sehr ernst nimmt. Von bis zu 5000 Meilen. Berichten zufolge sind in China auch See- und luftgestützte ASBMs in Arbeit. All dies untermauert die Vorstellung, dass China in jedem Terrain, in jeder Stimmung und zu jeder Tageszeit in der Lage sein will, amerikanische Flugzeugträger bei Bedarf zu zerstören. Und das Land könnte dies vielleicht schon erreicht haben, wenn die amerikanischen Superträger nicht so stark geschützt und im Allgemeinen unaufhaltbar wären. Sir USS Gerald Ford. Die Unaufhaltsame. Die USS Gerald Ford hat vielleicht die perfekte Antwort auf die chinesischen Bedrohungen. Die Flugzeugträger werden auf See von einer ganzen Armee von Zerstörern, Fregatten, Kreuzern, Korvetten, U-Booten und vielem mehr bewacht, von denen jeder auf seine Weise mit dem Schutz des Flugzeugträgers und anderer befreundeter Schiffe beauftragt ist. Der Flugzeugträger selbst verfügt über eine ganze Reihe von Verteidigungseinrichtungen an Bord, darunter ein Langstreckenradar zur Erkennung von Bedrohungen, mehrere Störsysteme für die elektronische und Luft-Luft-Raketen, Schiff-Schiff-Raketen und demnächst sogar Laserwaffen. Wie zum Beispiel das 33 Kilowatt Laserwaffensystem AN-SEQ-3 und der stärkere 60 Kilowatt Hochenergielaser 10500 mit integriertem optischen Blend- und Überwachungssystem. Oder kurz Helios. Helios bewaffnet bereits die Zerstörer Arleigh Burke, Flight 2 und DDG-51 und wird derzeit an Land und auf See weitergetestet und bewertet. Diese Laserwaffen könnten den Flugzeugträger in die Lage versetzen, feindliche Angriffe mit großer Präzision und Lichtgeschwindigkeit zu vernichten. Diese Fähigkeit geht einher mit einem kostengünstigen, unbegrenzten Magazin, Tarnkappe, Skalierbarkeit und vielen anderen Merkmalen, die China dazu zwingen könnten, sein Bestreben, amerikanische Supercarrier ins Visier zu nehmen, zu überdenken. Zusätzlich zu dieser Reihe von Verteidigungsmitteln hat die US
die Initiative ergriffen, spezialisierte Luftverteidigungsschiffe und eine völlig neue Anti-Access- oder Area-Denial-Kampfstrategie zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Träger kann in einem Umfeld mit sehr hoher Bedrohung weiterhin Macht ausüben und aus größerer Entfernung angreifen. All dies könnte darauf hindeuten, dass die Unbesiegbarkeit von Flugzeugträgern nicht so bald verschwinden wird. Eine Tatsache, die durch Chinas ständige Bemühungen um den Ausbau seiner eigenen Flugzeugträgerflotte untermauert wird. Die kolossale, wendige und tödliche USS Gerald Ford ist die erste Hürde, die die Weltmächte überwinden müssen, wenn sie auch nur annähernd an Amerikas Dominanz auf den Meeren herankommen wollen. Es werden weiterhin Anstrengungen unternommen, um diese Hürde zu überwinden, aber der Superträger ist einfach zu stark, um ihn zu beherrschen. Und um das Ganze noch toller zu machen, möchte die US Navy möchte, dass du diesen Kanal abonnierst und diesem Video ein Like gibst. Also mach das jetzt. Und danke fürs Zuschauen.